Steuerliche Aspekte in der Finanzplanung und der Vermögensanlage. Ein Buch mit vielen Siegeln, viele Berater verderben häufig den Brei und so gehen doch einige Themen in der täglichen Praxis unter und von daher wollen wir die Gelegenheit nutzen, das nun kurz zu betrachten. Zunächst sind wir uns alle einig, die wirtschaftlichen Aspekte müssen im Vordergrund stehen, die gewählten Vermögensklassen sollten zur eigenen Risikobereitschaft passen. Dementsprechend hier nochmal eine Übersicht, wie man die eigene Anlagestrategie herleiten kann, welche Input-Parameter hier entsprechend auch eingehen. Sie können schon sehen, zunächst muss man sich klar machen, welche finanziellen Ziele habe ich überhaupt, was sind die Anforderungen an mein Vermögen. Im nächsten Schritt, wo stehe ich heute überhaupt, also wie sieht die Vermögensbilanz aus. Und dann kann man diese Vermögensbilanz entsprechend auswerten unter verschiedenen Dimensionen, Geldwert, Sachwert, Aktienquote, Fremdwährungschancen und Risiken. Die finanzielle Risikobereitschaft als Persönlichkeitsmerkmal kann man messen. Und das Kapitalmarktumfeld, hier geht es natürlich um mögliche Extremrisiken. Denken Sie an das Thema Währungsunion, aber natürlich auch die typischen Finanzmarktkrisen und abschließend das Humankapital. Letztendlich macht es ja einen Unterschied, ob Sie ein 60-jähriger Beamter oder ein 30-jähriger Junganwalt sind. Also, nachdem wir die Hausaufgaben gemacht haben, also die Vermögensplanung, die Vermögensstrukturierung aus der Perspektive der Vermögensklassen vorgenommen haben und definiert haben, welche Vermögensklassen wir in welcher Form investieren wollen, gilt es im nächsten Schritt natürlich auch noch zu betrachten, inwieweit sowohl Steuern als auch Kosten eine relevante Rolle spielen und wo diese entsprechend zu optimieren sind. Wir blicken dementsprechend auf ein sehr versimpeltes Ausgangsbeispiel, eine Vermögensbilanz, die nur aus drei Positionen besteht. Sie können das schon nachvollziehen. 500.000 Euro sind in einer Fondspolice, 500.000 in einem gemischten Fondsdepot und 500.000 in einem Depot, was aus einzelnen Aktien besteht. Wir beginnen nun zunächst bei den liquiden Wertpapieren, also bei den Einzelaktien und bei den Fonds. Hier müssen wir uns klar machen, dass Verluste aus einzelnen Aktien nur mit Gewinnen aus einzelnen Aktien verrechenbar sind. Das heißt beispielsweise, dass die Situation, dass Verluste aus Aktien entstehen und gleichzeitig Gewinne aus Fonds, führt nicht dazu, dass sie verrechnen können. Hier haben wir sowohl den allgemeinen als auch den Aktientopf zu berücksichtigen und das hat natürlich entsprechende steuerliche, respektive zumindest auch liquiditätstechnische Nachteile. Von daher, hier gilt es immer zu differenzieren, wie ist die Höhe meiner Verlusttöpfe. Was ist bei den Banken hinterlegt? Habe ich diese gegebenenfalls über entsprechende Bescheinigungen gehoben auf die Ebene der Deklaration, um dann auch entscheiden zu können, wo will ich mich beispielsweise positionieren? Was fatal wäre, wäre eine Situation, bei der Sie beispielsweise im Jahr 2018 Verluste aus einzelnen Aktien realisiert haben, danach sagen, mit Einzelwerten will ich nichts zu tun haben, ich kaufe nur noch Fonds. Dann würde das im Ergebnis dazu führen, dass die Verluste aus den Aktien eben verfallen und sie eben nicht diese festgestellten Verluste als Puffer für zukünftige Steuerverschonungen nutzen können. Ein weiteres Thema, was eine große Rolle spielt, wenn wir auf dieses Thema Fondspolice schauen, also eine Versicherung, die Fonds enthält. Hier gilt es zunächst zu prüfen, inwieweit die Kostensituation durch die Fonds und durch die Versicherung auf einem vernünftigen Niveau ist. Wenn sie das ist, gilt es zu hinterfragen, in welchem Steuerregime diese Fondspolice einzuordnen ist. Das hängt im Wesentlichen auch vom Abschlussdatum ab, eben vor dem 01.01.2005 oder danach. Und dann gilt es eben auch zu prüfen, inwieweit beispielsweise diese Fondspolice auch im Wege der Nachfolgeplanung sinnvoll genutzt werden kann. Ein konkretes Beispiel, was häufig nicht genutzt wird, weil es nicht bekannt ist, das ist die sogenannte einkommensteuerfreie Todesverleistung. Das bedeutet beispielsweise, Sie bekommen oder unser Mustermandant bekommt von seinen Eltern einen gewissen Vermögensstock geschenkt. Wir nehmen den mal exemplarisch hochgegriffen mit 400.000 Euro an, weil das der Freibetrag ist, den ein Kind von einem Elternteil bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer hier entsprechend erhalten kann. Wenn das Kind die 400.000 Euro nun in seinem eigenen Depot anlegt, dann haben Sie die Thematik, Sie haben die Abgeltungssteuer, die entsprechend hier wirkt. Wenn das Kind diese Gelder im Rahmen einer vorgebundenen Versicherung anlegt, also als Versicherungsnehmer, das Kind zahlt die Beiträge, als versicherte Person würde beispielsweise der Vater angenommen und der Vater würde dann in 20 Jahren versterben, dann hätten wir die Situation, dass das Kind die Leistung aus dem Versicherungsvertrag erhält,
Diese Leistungen sind dann aufgrund eigener Beiträge und de facto ist dann die komplette Vermögensmehrung steuerfrei. Das heißt, diese Vermögensmehrung hat dann nicht der Abgeltungssteuer unterlegen. Sie sehen schon, es gibt viele Varianten, die in Abhängigkeit der Vermögensgröße und auch der Kostenbelastung relevant sein können. Auch die Verschiebung von Vermögenswerten auf die nachfolgende Generation ein großes Thema, was insbesondere mit den Diskussionen rund um die Vermögensabgabe im Frühjahr diesen Jahres zur Begleichung der Corona-Schulden etwas durch die Medien gegeistert ist. Und dementsprechend auch hier der Punkt, wenn Sie über ein höheres Vermögen verfügen, dann gilt es sich durchaus mal mit diesen steuerlichen Erwägungen auseinanderzusetzen, die Vor- und Nachteile abzuwägen, um dann festzulegen, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Ein beliebtes Thema ist auch gerne das Thema Nießbrauch. Sie wissen, Sie können eine Immobilie als Beispiel auf die nächste Generation übertragen. Sie behalten sich den Nießbrauch vor, häufig der sogenannte Vorbehaltsnießbrauch. Das heißt, Sie behalten sich die Erträge vor, Sie übertragen quasi den Acker ohne die Ernten. Da die Erbschaft- und Schenkungssteuer aber an der Bereicherung anknüpft, hat das erstmal einen positiven Effekt. Allerdings sind natürlich auch die Erträge bei der abgebenden Generation und sofern die abgebende Generation diese Erträge aufgrund der Gesamtvermögenslage gar nicht benötigt, sammeln die sich wieder an und würden dann eben später zeitversetzt im Rahmen der nächsten Erbschaft hier entsprechend zufließen. Dann wäre eigentlich steuerlich nicht wirklich viel gewonnen. Also, der Aufruf ab einer gewissen Vermögensgröße, der muss sein, sich mal mit den steuerlichen Erwägungen auseinanderzusetzen. Auch eine Doppelbesteuerung von Abgeltungssteuer und Erbschaft- und Schenkungssteuer ist möglich. Warum? Weil typischerweise die Erbschaft- und Schenkungssteuer auf die Nominalübertragung ansetzt. Wenn darin unversteuerte Gewinne enthalten sind, dann kann eine Doppelbesteuerung hier greifen. Und das ist natürlich durchaus sehr nachteilig, wenn Sie die Gesamtsteuerbelastung über mehrere Jahre und im generationsübergreifenden Kontext der Familie betrachten. Von daher vielleicht der Aufruf, das Thema mal anzugehen, sich mit den Erwägungen auseinanderzusetzen, dann aus dem Zusammenspiel von wirtschaftlicher Betrachtung, steuerlicher Optimierung und deren rechtlicher Umsetzung durch entsprechende Verträge hier eine Lösung zu finden, die entsprechend der eigenen Situation gerecht wird. In diesem Sinne darf ich Ihnen nur das Beste wünschen. Bleiben Sie gesund. Bis bald. Auf Wiedersehen.